Jungs, was ist los mit euch? Ihr seht ein bisschen, komisch aus. Tja, das sind die Folgen unserer Streiche. Die beiden Kumpels gehen spazieren. Und dann taucht sie auf. Sie ist so hübsch. Sie gehört mir. Das glaube ich wohl kaum. Geh mir aus dem Weg, Kumpel. Hey, sind deine Eltern Juweliere? Wie sind sie dann an solchen Schatz gekommen? Hey, hör nicht auf ihn. Sag mal, magst du Rosen? Deine Schönheit bringt mich um. Martin, was machst du da? Eine Wasserpistole? Wir sind doch nicht im Kindergarten. Sie gehört mir, kapiert? Nein, sie gehört mir. Nein, mir. Okay, Auszeit. Hört auf damit. Ich gebe euch eine Chance, mich zu überzeugen. Und zwar morgen. So viel Aufmerksamkeit auf einmal. Das macht irgendwie Spaß. Lasst die Spiele beginnen. Ich habe diesen Wecker so satt. Warte, warum kann ich mich nicht bewegen? Hilfe! Jemand muss mir helfen. Riesige Plastikspinnenweben halten mich fest. Gut, dass ich ins Fitnessstudio gehe. So kann ich mich leicht befreien. Aber erst nachdem ich mich abreagiert habe. Wie lange es wohl gedauert hat, gegen die Spinnenweben zu kämpfen? Wo ist meine Brille? Ja, ich sehe nicht sehr gut. Hat er die Gläser wieder rausgenommen? Echt clever. Pass auf, Kumpel. Ich krieg dich. Aber die Pantoffeln haben andere Pläne. Farbige Aufkleber statt Pantoffeln? Reg dich ab, Kevin. Reg dich nicht auf. Du wirst barfuß laufen müssen. Und auch blind. Es wird 3 Stunden dauern, bis der blinde Maulwurf die Treppe runterkommt. Jetzt habe ich Zeit, um Wasser reinzulassen. Gut, dass Martin keine Kontaktlinsen trägt. Und Kevin wird in der Zwischenzeit seine Rache vorbereiten. Und er wird frischen Kaffee kochen. Mit einem unvergesslichen Aroma. Oh, Kevin, ich habe das Bad für dich vorbereitet. Danke für das Bad. Und das ist für deine morgendlichen Streiche. Mal sehen, was passiert. Oh, ihr solltet besser auf euch selbst aufpassen, nicht aufeinander. Sieht so aus, als ob etwas im Bad nicht stimmt. Oh, ein Monster! Ein Ungeheuer! Hilfe! Wo kommt dieser Fisch her? Ich glaube, der Streich hat geklappt. Ich werde erstmal meinen Kaffee trinken. Ist Kaffee immer so bitter? Erde? Mit Gras und Würmern? Ih, ist das eklig. Manchmal kommen Überraschungen auch von oben. Ein Wassermelonenhelm? Kevin, das tut weh. Und es ist so glitschig. Ich muss mich waschen. Bin gleich fertig. Kevin bereitet einen weiteren Streich vor. Er steckt ein paar Haare in den Seifenspender und fügt Kleber hinzu. Jetzt mischt er grüne Farbe mit seinem Shampoo. Und fertig ist die Flasche. Das wird ein super lustiger Streich. Nur noch schütteln. Okay, jetzt kann er das Bad seinem Freund überlassen. Sag Hallo zu dem Fisch. Das ist doch deiner, oder? Geh mir aus dem Weg und nimm deinen Fisch mit. Oh, mein Haar, igitt. Ich muss mich schnell waschen. Okay, das hätten wir. Und die Haare fühlen sich schön geschmeidig an. Jetzt muss ich mich für ein Date mit Carrie vorbereiten. Armer Martin. Er weiß noch nicht, was mit ihm passiert ist.
Oh Gott, wie konnte das denn passieren? Ich sehe aus wie ein Werwolf. Grüne Haare? Ein Shrek-Werwolf. Hört ihr Schreie und Weinen? Anscheinend hat jemand den Spiegel erreicht. Und ich habe noch etwas Zeit. Jetzt kann ich mich in Ruhe vorbereiten. Warte, wo ist meine Unterwäsche? Ist das etwa meine Unterwäsche? Aber das ist Frauenunterwäsche. Was soll ich damit? Aber so leicht kann man Kevin nicht klein kriegen. Also ich kann auch keine Frauenunterwäsche tragen. Oder doch? Es sei denn... In Ordnung. Mädels, ab heute weiß ich, wie ihr euch fühlt. Das sieht aber echt merkwürdig aus. Oh, wow. Wie kann man nur sowas tragen? Und was macht der Werwolf in der Zwischenzeit? Er kriegt Panik. Aber Kevin hat sich zu früh entspannt. Das ist noch kein Grund, ein Date abzusagen. Das Spiel läuft noch. Er muss Socken aussuchen. Er kann sie auch kombinieren. Autsch! Ah, das tut weh! Mausefein? Okay, ich wähle die Socken zufällig aus. Macht nichts, dass sie unterschiedlich sind. Niemand wird das bemerken. Da sind doch Löcher drin. Obwohl, das jetzt nicht allzu wild ist. Zeit, sich anzuziehen. Moment, wo sind meine ganzen Sachen? Ein Sweatshirt mit Donuts und rosa Leggings? Ich glaube, ich weiß, wer dieses Outfit für mich ausgesucht hat. Wow, Kevin, du bist ein schrecklicher Stylist. Anscheinend wird das Date nicht so perfekt ablaufen, aber er musste einfach durch. Wenn sie mich mag, wird sie mich auch so akzeptieren. Auch mit diesen schrecklichen rosa Leggings. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Es gibt nur einen Schuh von jedem Paar. Und die sind alle für den linken Fuß. Ich versuche sie nach Farben zu sortieren. Mal sehen. Okay, ich kann einen Slipper und einen Turnschuh tragen. Ich sag einfach, dass dieser Trend total angesagt ist. Ich gehe noch schnell ins Bad, bevor ich rausgehe. Oh nein, was soll das denn? Wo hat er überhaupt dieses Schloss her? Okay, Kätzchen. Sorry, aber ich werde dein Katzenklo benutzen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Wenn man schon so lange befreundet ist, kennt man den anderen ganz genau. Kevins Garderobe ist auch nicht sehr abwechslungsreich. Anscheinend werden sie beide bei dem Date sehr schräg aussehen. Ein Leopardenmuster? Naja, ist doch total in. Hey Kumpel, ich gehe jetzt. Ciao. Ja, ja, beeil dich. Wow, was für ein Katapult. Armer Kerl. Es ist Zeit, sich besser darauf vorzubereiten. Und jetzt ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Ich muss mich beeilen. Die Jungs sind endlich da. Wer Carrie wohl überzeugen kann? Hey, sei nett zu den Blumen. Die können nichts dafür. Aber die Jungs geben alles, um Erster zu sein. Und hier ist die Traumfrau. Hm? Hey Carrie, was gibt es Neues? Hast du dich entschieden? Es ist bestimmt schwer, sich zwischen zwei hübschen Männern zu entscheiden. Aber warum sehen die so komisch aus? Hey, bleib weg von mir. Oder ich rufe die Polizei. Weißt du was? Das war unser letztes Date. So viel Aufwand und alles war umsonst? Ach, egal. Halb so wild. Sich um ein Mädchen streiten? Wir haben Besseres zu tun. Hat euch unser Video gefallen? Schreibt uns, welchen Streich ihr zu heftig fandet oder am witzigsten. Wir sind gespannt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.